Hallo Leute, in diesem Video geht es um ein streunendes blindes Kätzchen, das endlich eine Familie bekommt. Wenn du mehr solcher Videos sehen willst, abonniere jetzt unseren Kanal. Und wenn du in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtest, aktiviere außerdem die Benachrichtigungsglocke. Los geht's! Eine streunende blinde Katze wurde eines Tages in ein Tierheim in Kapstadt, Südafrika gebracht. Die freiwillige Helferin der Organisation namens Holly war sofort bereit, sich dem Tier anzunehmen und die Samtpfote zu pflegen. Sie nannte das Kätzchen June. Schnell fand Holly heraus, dass June ein Tier war, das bereits blind geboren wurde. Doch es beunruhigte die Freiwillige keinesfalls. Die kleine Babykatze wanderte in der Einrichtung umher und erkundete ihre neue Bleibe. Schnell hatte sie sich an ihre Umgebung gewöhnt und lief im Haus auf und ab, wie es jede andere Katze tat. Holly kümmerte sich mehrere Monate um die Samtpfote und verliebte sich schon nach kurzer Zeit in June. Das Tier war nicht nur voller Energie, es sehnte sich auch nach jeder Art von Zuneigung, die es bekommen konnte. Doch so gern Holly das Tier auch behalten hätte, es war ihr nicht möglich, denn sie war selbst schon sechsfache Katzenmama. Also postete sie auf Facebook, dass sie eine Familie für das Kätzchen suchte. Das Paar Rebecca und Andrew wurden darauf aufmerksam und entschieden, das Tier zu adoptieren, ohne es je zuvor gesehen zu haben. Bereits die erste Begegnung war magisch und es wurde sofort klar, dass Rebecca und Andrew das perfekte Paar für Katze June war. Als sie die Samtpfote schließlich mit nach Hause nahmen, war sofort eine tiefe Bindung zwischen den dreien zu spüren. Wie sich schnell herausstellte, war June ein absolutes Papakind. Wann auch immer es ihr möglich war, kuschelte sie sich in den Arm von Papa Andrew. Bereits bei der Autofahrt zu ihrem neuen Zuhause sprang sie auf Andrew und bewegte sich nicht mehr von ihm weg. June war jedoch nicht die einzige Katze des Paares. Die beiden anderen Samtpfoten, Leia und Lilo, schienen zunächst nicht sehr interessiert an ihrem neuen Geschwisterchen zu sein. Doch June gab nicht auf. Sie gesellte sich hartnäckig zu den beiden Katzen, um sich mit ihnen anzufreunden. Und diese Strategie ging sehr schnell auf. Heute ist das Trio unzertrennlich und liebt sich gegenseitig. Wenn June nicht gerade mit ihren beiden Geschwistern spielt, liebt sie es, mit ihren Eltern lange Spaziergänge zu machen. Besonders wohl fühlt sie sich, wenn sie in ihrem neuen Geschirr ausgeführt wird und die Gegend erkunden kann. Denn trotz ihrer Blindheit liebt sie die Natur. Rebecca und Andrew sind überglücklich und können sich kein Leben mehr ohne June vorstellen. Sie haben es nicht eine Sekunde bereut, die kleine Katze bei sich aufgenommen zu haben. Blindheit hin oder her, June ist etwas ganz Besonderes und nimmt in den Herzen der beiden einen ganz besonderen Platz ein. Wie sieht's bei dir aus? Wärst du bereit, eine blinde Katze zu adoptieren? Schreib's mir jetzt in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann teile es mit deinen Freunden. Und wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.